Hallo und herzlich willkommen bei Love Nails. Heute möchte ich euch wieder etwas Neues zeigen, was ich persönlich total mega finde. Und zwar sind das neue Dualformen, die innen drin ein Muster haben und auch dementsprechend den Nagel so formen und gestalten. Ich kratze mal eben, oder ich nehme mal eben das, damit ihr das hört. Es ist innen drin auch uneben, damit eben das Muster so richtig schön tief reingedrückt wird. Und das sieht wirklich mega gut aus. Wir haben hier so eine Box mit vielen verschiedenen Größen. Also da sollte eigentlich wirklich für jeden was dabei sein. Ich hole mal eben die größte Größe raus. Das ist diese hier. Die ist schon wirklich, finde ich, sehr breit. Also das ist jetzt hier mein Daumen und es geht deutlich darüber hinaus. Also das sollte eigentlich auch den großdaumigen Menschen passen und auch denjenigen mit wirklich klitzekleinen Nägelchen genauso. Das ist wirklich auch eine ziemlich kleine Größe. Das ist sogar auch für mich, für meinen kleinen Finger, viel zu klein. Jetzt sehe ich mal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 verschiedene Größen. Also da ist tatsächlich alles dabei, was man braucht an Größen. Und jetzt zeige ich euch auch mal, wie das dann am Ende aussehen könnte. Nämlich so. Ich habe sofort an so eine Art, ja, Meerjungfrauendesign gedacht. Und habe dann hier diesen Nagel gemacht. Da sieht man so richtig schön dann die Schuppen. Auch das hier würde ganz gut passen, also verchromt sieht das sowieso echt genial aus. Und dann habe ich noch daraufhin dieses Design gemacht. Das ist einmal versiegelt und man sieht das Muster trotzdem. Hier oberhalb ist es nicht versiegelt. Genauso wie diese hier. Wenn man also auf diesen matten Look steht, was ich persönlich ja ziemlich gut finde, dann versiegelt ihr einfach nicht, denn in dem Dual-Tip wird der Glanz sozusagen verschluckt und was rauskommt, ist dann sowieso matt. Da braucht ihr nicht weiter versiegeln. Aber ihr müsst dann auf jeden Fall mit entsprechenden Aufbaugelen arbeiten. Hier das Lila ist übrigens auch eines unserer eingefärbten Aufbaugele. Das gerät leider viel zu oft in Vergessenheit. Das finde ich sehr schade. Genauso wie diese Nägel mit dem farbigen Aufbaugel gearbeitet sind. Und Make-up-Gel natürlich. Also ihr solltet es nicht verpassen, euch davon nicht vielleicht doch mal ein, zwei Gele zu holen. Die sind nämlich wirklich schön, auch super für Farbboomer und jetzt gerade, wo es auf den Sommer zugeht, echt ein Hit. Aber da sind wir jetzt gerade nicht, wir sind ja bei den Dualformen. Was haben wir hier noch? Ach ja, einmal komplett verchromt und anschließend versiegelt. Das werden wir auch gleich, oder ich werde euch das gleich zeigen, dass nämlich auch das Muster nicht unbedingt verloren geht, auch wenn man versiegelt. Dann habe ich hier noch eine nächste Variante und das ist mit Neonpigmenten so ein bisschen eingetupft, dass eben das Neonpigment so in die, ja, Lücken rutscht. Und hier habe ich einmal alle Aufbaugele einfach zusammen in einen Tipp gefüllt und geguckt, was dabei rauskommt. Ich fand es eigentlich ganz cool. Der Farbverlauf, ja gut, hätte ein bisschen besser sein können, hätte ich ein bisschen mehr darauf achten können. Aber ich fand es trotzdem ganz schick, so einen ganz bunten Nagel zu haben. So, jetzt habe ich euch genug gezeigt. Jetzt fangen wir einfach mal an. Ich nehme auch gleich die drei Tipps, die ich hier zum Zeigen rausgeholt habe. Und ich habe hier drei verschiedene Gele. Einmal das Bilder Color, ein Express-Gel und einmal ein Acrylgel. Ich fange jetzt erstmal an mit, womit fange ich an? Mit dem Bilder Color und dem blauen Chrom. Wir machen jetzt einen Chromnagel in Blau und dafür nehme ich auch gleich einfach das blaue Aufbaugel. Aber ich nehme den mittelgroßen Tipp. Und das, was ihr jetzt als allererstes macht, ist ja ganz klar, ihr bereitet euren Nagel vor, Nagelhaut weg, Haftgel auftragen, bla bla bla. Und dann füllt man das Gel einfach nur in den Tipp. Geht übrigens mit den normalen Aufbaugelen super einfach, weil die eben im Gegensatz zu Express Gel und zu Multi X natürlich
deutlich flüssiger sind und dadurch natürlich viel besser hier durch den Tipp flutschen. Worauf ihr unbedingt achten müsst, das ist jetzt natürlich durch das Muster extrem wichtig, dass ihr keine Blasen im Gel habt, weil man die hinterher natürlich nur schwer ausbessern kann durch das Muster. Da macht man das kaputt, also immer schön von vorne gucken, ob man irgendwo ein Bläschen hat. Ich habe hier nämlich tatsächlich eins, das muss ich nochmal kaputt machen. So, jetzt füllen wir auch den gesamten Tipp. Wir nutzen die ganze Fläche hier. Ihr könnt natürlich irgendwann stoppen. Niemand zwingt euch, den Nagel bis zum Ende aufzufüllen. Könnt ihr natürlich auch kürzer haben, eure Nägel. Gar keine Frage. Und wenn ihr dann jetzt an dieser Stelle angekommen seid, dann wird der Nagel aufgelegt, nicht gedrückt, aufgelegt und ausgehärtet. Und selbstverständlich müsst ihr ihn ein bisschen halten. Ich empfehle euch, holt euch doch auch mal so eine, ja, Stablampe, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die ihr in die Hand nehmen könnt. Dann könnt ihr das Ganze schon mal so ein bisschen anhärten und anschließend dann komplett in die Lampe gehen. Das ist wirklich eine sehr gute Sache. Die, ich glaube, die Anke war es, die hatte das mal kommentiert. Ich habe es versucht und ich muss sagen, das war ein grandioser Tipp. Das macht das ganze Arbeiten mit Dualtipps wirklich viel, viel einfacher. So, Tipp ist komplett ausgefüllt. Jetzt wird ausgehärtet. Den anderen Tipp, den fülle ich jetzt mit meinem Lieblingston von den Multi-X-Gelen. Und zwar ist das Nude. Und der kommt jetzt in den großen Tipp. So, der blaue Nagel ist jetzt direkt ausgehärtet. Den holen wir hier mal eben raus. Der andere Nagel härtet gerade aus. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, und hier habe ich nicht aufgepasst und habe ein kleines Löchlein. Naja, jetzt könnt ihr euch entscheiden. Guckt ihr mal einfach, was jetzt passiert. Guckst du? Ihr könnt jetzt direkt das Chrompigment auftragen. Dann habt ihr zwischendrin so ein paar kleine Löcher, was ich aber an für sich eigentlich überhaupt nicht schlecht finde, im Gegenteil. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Oder aber ihr macht es, so wie ich es bei diesem Rosé-Nagel gemacht habe. Moment, ich zeige ihn euch nochmal. Da habe ich eine ganz dünne Schicht Versiegler mit dem Finger auf den Nagel massiert sozusagen, dann das Chrompigment aufgetragen und erneut versiegelt, aber ganz, ganz dünn. Also da müsst ihr darauf achten, ihr dürft nicht so dick, so satt versiegeln, da verschwindet euch dann das Muster. Ich muss mal eben hier kurz mit dem Finger ein bisschen nacharbeiten. Seht ihr das hier in der Mitte? Da ist ein kleines Loch. Und das sieht man jetzt natürlich. Das sieht man jetzt natürlich. Und deswegen müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr, wenn ihr das Gel einfüllt, versucht, die Löcher so gut es geht zu vermeiden. Fällt jetzt natürlich mega auf. Jetzt ärgere ich mich echt ein bisschen. Und ihr seht, mit dem Finger ist es jetzt hier einfacher, das Ganze zu verteilen, und ich habe sogar geschafft, dass es nicht nur oberhalb ist, sondern um den gesamten Nagel. Da habe ich Glück. Es liegt aber auch nur daran, dass dieses Gel so eine schöne starke Schwitzschicht hat. Also noch ein Vorteil und ein Grund, sich mal mit den Colorbildern zu beschäftigen. So, jetzt haben wir hier noch den Multi-X-Nagel. Den breche ich jetzt auch einmal hier raus. So, und jetzt seht ihr das Muster noch mal richtig gut und in matt. Den würde ich jetzt auch glatt so lassen. Und den hier jetzt versiegeln, was immer echt ein bisschen schwierig ist, ist, dass man nicht so richtig eine Halterung hat für diese Dualtipps. So, ich gebe jetzt hier oben ein bisschen Versiegler drauf
und mache das dann mit dem Pinsel, weil ich nicht möchte, dass ich am Ende dann so viel Pigment in meinem Versiegler habe. Ach herrje, habe ich gar nicht dran gedacht, dass man das ja so blöd halten kann. So, und den Versiegler trage ich doch wirklich, wirklich dünn auf. Aber ich zeige euch gleich noch was. Ich kratze den jetzt mehr oder weniger auf. Denn ihr seht vielleicht, dass das Pigment am Ende doch nicht überall haftet. Das möchte ich aber gerne. Also muss ich jetzt gucken, dass ich überall ein bisschen Versiegler hinkriege. Aber wirklich nur ganz, ganz dünn. Das Ganze jetzt nochmal 60 Sekunden aushärten. Und so, jetzt machen wir einfach nämlich eine zweite Rutsche mit Chrom. Das musste ich bisher auch bei allen machen. Also ich habe einmal sozusagen vorgearbeitet und dann nochmal ein zweites Mal. Und dann hat es richtig gut funktioniert. Dadurch, dass man das erste Mal macht, hat man schon so ganz gute Vorarbeit geleistet. Jetzt seht ihr das, ich habe jetzt den Finger genommen, es ging jetzt schneller. Ich wollte den Applikator nicht nochmal sauber machen. So. Das Ganze wird jetzt einfach nochmal ganz, ganz dünn versiegelt. Und dann habt ihr einen richtig coolen Chromnagel mit Muster. Jetzt zeige ich euch noch was. Das habe ich aus Zufall rausgekriegt, aber das hat richtig gut funktioniert. Dafür braucht ihr auf jeden Fall All-in-One-Lacke. Ich mache das jetzt hier bei dem Kleinen. Und tatsächlich funktioniert das auch mit Schwarz. Aber jetzt Obacht! Tragt ihr hier eine Schicht schwarzen All-in-One-Lack auf, aber die Schicht muss wirklich dünn sein, dass es noch so ein bisschen durchscheinend ist. Lasst das Ganze einmal aushärten. Gebt eine Schicht Haftgel nochmal über das Schwarz und tragt anschließend euer Make-up-Gel. Nochmals alles Haftgel müsst ihr selbstverständlich auch nochmal aushärten lassen. Und dann anschließend Make-up-Gel. Ich mache das jetzt mal bis zu dem Punkt, wo ich dann das Make-up-Gel eingefüllt und ausgehärtet habe, dann schalte ich euch wieder dazu. So, aber erstmal zeige ich euch, wie transparent das Schwarz aufgetragen werden muss. Und leider funktioniert es auch nur mit den All-in-One-Lacken. Es funktioniert nicht mit normalen Farbgelen. Die sind in der ersten Schicht schon leider sehr gering lichtdurchlässig. Ich meine, ihr könnt das mal probieren mit anderen Farben außer Schwarz. Vielleicht funktioniert es. Mit dem schwarzen Farbgel hat es leider nicht funktioniert. Also das lasse ich jetzt aushärten. Mache einmal Haftgel rein, lasse auch das aushärten. Anschließend fülle ich das Expressgel ein und dann hole ich euch wieder dazu. So, mein Nagel ist jetzt fertig. Ich habe den übrigens doppelt aushärten lassen. Sowohl einmal von vorne und einmal auch noch von unten drunter, das solltet ihr dann auch mal machen. Und wenn ihr mit diesem Schwarz arbeitet, vielleicht lieber noch mal zweimal von oben, um auf Nummer sicher zu gehen. Jetzt löse ich den hier raus. So. Und jetzt habt ihr schon mal einen dunklen Nagel mit Schlangenmuster. Und jetzt könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt jetzt einfach noch eine zweite Schicht von dem All-in-One-Lack auftragen und habt dann ein richtig schönes, glänzendes, schwarzes Schlangenmuster. Oder aber ihr lasst es so, dann ist es so leicht transparent und wirkt so richtig schlangenhaft. Das sind jetzt unsere Nägel. Einmal ganz normal nur Make-up-Gel eingefüllt und matt gelassen. Den hier habe ich noch ganz dünn einmal versiegelt, wirklich dünn, damit das Muster bestehen bleibt. Und ihr seht, auf die Seite ist er mir runtergeflutscht, als ich es versucht habe aufzutragen. Sieht man leider auch ein bisschen, aber er glänzt schön.
Und hier ist das mit dem All-in-One-Lack in Schwarz, was auch wirklich gut klappt und er härtet auch wirklich vollständig aus. Also keine Sorge, dass man darunter dann Matsche hat, hat man nicht. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kreieren von total abgefahrenen, verrückten Nageldesigns. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.